Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Ist es das Jahr der Finanztitel, wie einige Experten sagen? In den USA läuft es für die Banken richtig gut. Die haben Milliarden gescheffelt in der letzten Berichtssaison. Über 100 Milliarden Gewinn, wenn man alle Banken zusammennimmt. Aber in Europa, da sieht es nicht so gut aus. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets. Finanzjournalistin Sissy Heidmanek und ich gucken heute wieder auf die Börsenthemen der Woche. Und Sissy, ja, die US-Banken, da läuft es rund. Aber was ist denn da schief mit den deutschen Banken? Ja, mit den deutschen und den europäischen Banken ist da einiges anders vor allen Dingen, denn wir haben hier ganz andere Bedingungen. Tatsächlich sind die Banken anders aufgestellt und sie haben ganz andere Regularien zu erfüllen. Gerade nach der Finanzmarktkrise gab es da eben viele, viele Auflagen, die auch sehr viel kosten. Aber Manuel, man muss auch ehrlich sagen, es wurde vieles versäumt, an Umbau frühzeitig zu machen, neue Geschäftsfelder zu generieren. Also an der Stelle, wo es Zinsen gab, gibt es eben jetzt nichts mehr. Großes Problem, und für 2020 wird wieder empfohlen, sich an Finanztitel zu halten. Also ehrlich gesagt, seit vielen Jahren gelten die als unterbewertet und sie waren es in den letzten Jahren ganz selten. Und weil du auch Zinsen angesprochen hast, da muss man fairerweise auch sagen, in den USA gibt es ja noch Zinsen und das ist ja so ein bisschen das Brot- und Buttergeschäft auch von Banken. Das heißt, da haben die US-Banken schon mal einen Vorteil und natürlich sind sie irgendwie ein bisschen schneller durch die Krise gekommen. Der Staat hat ihnen dabei auch geholfen, was in Deutschland nicht so der Fall war, und damit waren sie schon mal gleich eine Nasenlänge voraus. Ja, es ist ein ganz anderes System, ein anderer Umgang, und bei uns verdienen die Banken jetzt möglichst mit Gebühren, die dann natürlich den Kunden treffen, aber auch dieses Geschäft wird eben immer härter, denn viele ausländische Banken sind ja auch hier jetzt da, die eben Kunden hier aufnehmen. Wenn wir mal gucken, die US-Banken haben auch mehr Geld für Konsumentenkredite ausgegeben, 13% mehr auf 1,2 Billionen Dollar. Das ist für die natürlich gut, da verdienen sie auch was dran. Auf der anderen Seite müssen sie auch mehr Geld auf die Seite packen, um für schlechte Zeiten und für Schieflagen gewappnet zu sein. Ja, die Banken sind ein Thema. Wir gucken gleich auch noch auf die Märkte. Aber erst einmal gucken wir auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenseminare der Trading House Börsenakademie. Heute findet gerade ein Seminar in Frankfurt statt, aber dann geht es immer weiter. Nächste Woche in München, dann weiter in Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart. Die Experten geben euch da die Handelsstrategien für kurz- und langfristige Trader mit an die Hand. Es wird über Börsenpsychologie gesprochen und über verschiedenste andere Strategien. Also da ist auch für Anfänger und Profis immer was dabei. Und wenn euch das interessiert, dann schaut mal auf trading-haus.de, da findet ihr auch die Anmeldung. Ja, das nächste große wichtige Thema in dieser Woche, das Handelsabkommen Phase 1, wurde nun unterschrieben von China und den USA, und Trump hat ins Weiße Haus geladen, pompös wurde da unterschrieben, aber eigentlich wurden die wichtigen Themen erstmal in diesem Phase 1 Abkommen ausgeklammert. Das schon, aber es kam natürlich schon nicht so schlecht an, und vor allen Dingen Trump twittert ja immer gleich die schönsten Sätze. Also mir gefällt besonders gut, ich schlage vor, dass die Bauern schnell größere Trecker kaufen. Warum? Weil eben die Erhöhung der Importe nach China beschlossen wurde, und das ist für die USA schon ein ganz schöner Schritt, Manuel. Absolut. Und ein anderer großer Schritt ist von China, denn die müssen sich auch verpflichten, geistiges Eigentum zu schützen. Allerdings wurde der genaue Text von diesem Vertragswerk noch nicht veröffentlicht und wahrscheinlich wird es auch gar nicht veröffentlicht werden, weil man eben gar nicht möchte, dass die Details so genau in die Öffentlichkeit geraten. Auch gerade von chinesischer Seite möchte man eben nicht, dass solche Details ausgeplaudert werden. Ja, geschätzter jährlicher Schaden durch den Handelsstreit bisher 700 Milliarden Dollar. Also es ist schon wichtig, dass diese beiden Riesenplayer in der Weltwirtschaft sich einigen, dass die Strafzölle wieder verschwinden und dass da schnell möglichst ja auch wieder Normalität einkehrt. Absolut. Das schnell möglichst, weiß ich nicht, ob das so schnell ist, wie man sich das vorstellen würde. Allerdings, Trump hat eben sein Wahljahr und da wird er natürlich ein bisschen mehr auf andere eingehen, mindestens nach vorne, als man das so gewöhnt ist. Aber ich glaube, da kommt noch ein bisschen was nach. Ja, ich glaube auch, es wird zumindest lange dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob da vor der US-Wahl noch was stattfindet. Also glaube ich fast eher nicht. Für den DAX ging es diese Woche eher seitwärts. Man ist auf Rekordkurs, auch in den USA. Da sind die 30.000 Punkte beim Dow Jones greifbar nah, obwohl es jetzt gar nicht so viele Impulse gibt. Ich glaube, da wartet man noch ein bisschen mehr auf die Berichtssaison. Wenn es da viele gute Zahlen gibt, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir da schnell die 30.000 auch sehen.
Absolut gut denkbar. Und beim DAX hat ein bisschen gebremst, dass die Automobilwerte nicht von der Stelle gekommen sind. Warum? Auch da ist Trump Mitverursacher gewesen, der im Fall Iran eben mit europäischen Zöllen für die Automobilhersteller gedroht hat. Ja, und um euch jetzt noch einen Mehrwert zu bieten, schauen wir mal auf die Top-Aktienempfehlungen der Trading House Börsenakademie. Und wir haben für euch die Tesla-Aktie rausgesucht. Die ging ja ordentlich ab in den letzten Wochen. Sissi, ist da jetzt vielleicht sogar eine Konsolidierung denkbar und im Anmarsch? Ja, also wenn man den Chart anguckt, dann muss man davon fast ausgehen oder kann man ausgehen. Und so ist auch die Analyse der Trading House Börsenakademie ausgefallen. Also die Tesla-Aktie hat tatsächlich in 7 Monaten etwa sich verzweieinhalbfacht, nachdem sie vorher allerdings auch ein bisschen nachgegeben hat. Hier sehen die Analysten tatsächlich eine Long-Chance, also eine Kaufchance, und zwar nicht an diesem Punkt. Technisch gesehen könnte die Aktie jetzt gut zurückkommen und bei 377 US-Dollar, also das ist in etwa hier, da sehen die Analysten eine Einstiegschance und dann eben wirklich wieder eine Chance auf deutlich steigende Gewinne, also Kursziele bei 400, 435 und dann 475 US-Dollar sollten in einem Zeithorizont von 2 bis 3 Monaten denkbar sein, rein technisch. Ein Stop-Loss-Kurs sollte bei 360 US-Dollar eingezogen werden. Also die Tesla-Aktie ist sicher eine interessante Aktie, aber andere Autohersteller sind durchaus dran, Tesla Konkurrenz zu machen. Gerade kam die Nachricht, dass VW womöglich sich tatsächlich bei einem chinesischen Batteriehersteller einkauft und möchte sich damit an die Spitze der E-Auto-Hersteller setzen. Also das ist ein sehr hohes Ziel von Herbert Diess, würde ich sagen, denn immerhin haben die deutschen Autohersteller bisher nicht gerade geglänzt mit vorne weglaufen, was dieses Thema betrifft. Ja, und Diess hat in einem Interview gesagt, dass man ordentlich aufholen muss. Hinter Tesla und Toyota hat man ordentlich zu tun. Wir schauen auf die nächste Aktie, das ist Wirecard. Die hatte ja ordentlich Skandale und dann ging es auf und ab. Wie sehen die Analysten die Aktie? Ja, die Analysten sehen die Aktie immerhin sehr interessant, obwohl sie jetzt auch gerade einen ordentlichen Sprung getan hat. Sie hat da einen Widerstand durchbrochen und darum sehen die Analysten tatsächlich da auch eine Longchance, also eine Chance darauf, dass die Aktie zu alten Höhen zurückkommt. Kursziel wäre 140 bis 155 US-Dollar, also das sind die letzten Höchststände, die die Aktie hatte. Ein Stop-Loss-Kurs sollte bei 122,80 Euro eingezogen werden und der Einstieg per Stop-Buy-Order bedeutet in dem Fall, dass der Kurs, zu dem eingestiegen werden sollte rein technisch, über dem aktuellen Kurs liegt. Das heißt, nur dann, wenn dieser Widerstand über diese 132 Euro gestiegen ist, nur dann nehmen die Analysten an, dass die Aktie weiter ausbrechen wird. Sissi, noch ein Thema. Hast du diese Woche auch den Brandbrief gelesen von Larry Fink? Das ist der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters von BlackRock. Die verwalten 7 Billionen Dollar, also haben ordentlich Gewicht. Und Larry Fink hat da ganz klar gesagt, dass Unternehmen auf Grün setzen müssen, also dass sie Klimaschutz mehr in den Vordergrund stellen sollen, da investieren sollen. Und er hat gesagt, aber das Bewusstsein ändert sich rasant und ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen. Ich glaube sogar, dass wir mittendrin sind, denn alle Anbieter versuchen inzwischen zu zeigen, dass sie Richtung Klima, Richtung Grün gehen. Da sind viele Kriterien, die man inzwischen im Nachhaltigkeitsbereich auch nachweisen muss, denn die Anleger werden auch anspruchsvoller. Larry Fink ist natürlich jemand, der hat Gewicht, wenn er etwas sagt, selbst wenn es ein Thema ist, was schon eine ganze Weile läuft. Ein Risiko könnte sein, dass bei diesen vielen nachhaltigen Anlagen viel zu sehr in diese Richtung gegangen wird und dann ein Ungleichgewicht entsteht. Aber ich glaube, Manuel, wofür es sicher gut ist, ist dafür, dass alle Unternehmen ein bisschen versuchen umzudenken und schauen, wo können sie noch nachbessern. Ich glaube, in den nächsten 5 bis 10 Jahren werden wir da ganz viel sehen, also auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch und teilt das Video. Ja. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder da. Wir sind nächste Woche wieder da und wünschen ein schönes, sonniges Wochenende. Die Woche war ja schon toll, mindestens hier in Frankfurt. Dann Happy Friday. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.